Ein Kaiser ist von Gott eingesetzt und muss ihm helfen. Mein Vater glaubte noch an Gott. Mein Vater pilgerte und wurde dafür ermordet. Nun, vernichtet diese Halunken hier. So, es wäre natürlich geil, wenn die KI uns zu Hilfe eilen würde. Nein! England, komm! Guckt euch das an! Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Ah! Das ist so dumm. Das ist halt so dumm. Das würden wir so easy gewinnen. Ja, der Verrat, ne? Der Verrat. Oh, mein Freund Toste ist verstorben. Oh, das ist mit meinem Stresslevel gerade nicht so gut. Ja gut, dann darf jetzt die KI bitte selbst ihren Krieg hier führen. Das ist immer... Ich hasse das. Das ist echt schlecht. Ich mache erst mal ein verschwenderisches Festmahl. Das hilft gegen den Stress. Das Thema Franzien triggert mich. Und jetzt geht er alleine rein und wird das hier verlieren. Na, das ist so typisch. Diese KI im Krieg ist so scheiße teilweise. Da wirst du wohl untergehen mit der KI. Nee, wir sind ja bei plus 96%. Wir verlieren nur ein bisschen mehr Leben, als man vielleicht sollte. Oder gewinnt er es sogar? Weil sie eine bessere Befehlshaber. Nee, er verliert es. Mal schauen. Ich gucke, ob ich noch reinkomme. Geil, ich freunde mich jetzt mit meinem Sohn an. Das ist alles, was ich mir wünsche. Ich bin jetzt ein bisschen trunkenboldig geworden, vielleicht. Bei dir bin ich gar nicht. Sollte ich eigentlich, aber bin ich nicht. Brauche ich mehr Armee? Nee, oder? Nee. Oh, meine Frau ist schwanger geworden nochmal gerade. Wilde Geschichte. Gut, aber jetzt kriegen wir ihn hier. Welche Prachtstufe hat eigentlich dein Hof? Meine Hofstufe ist gut. Ich habe lange nicht mehr geschaut. Wir haben den Krieg in England gewonnen. Hofpracht. 6. Ich habe den 3. Rang der Welt mit meinem Hof. Ich sehe es gerade. Nur Kaiser Manfred und König Kiawasa sind höher. Ja, die Sanchos sind nicht so im... Geld ausgeben ist nicht so unser Ding. Deswegen. Alter! Die Frau, die ich für meinen Sohn ausgesucht hatte, der leider im Krieg gestorben ist, die hat jetzt einfach den König von Galizien geheiratet. Den falschen König von Galizien. Wow! Das, was für ein Verrat! An meinem Hof werden anzügliche Texte verbreitet und weil ich zornig bin, kann ich sagen, läutert es mit Feuer. Ihr lasst alle Kopien des skandalösen Textes verbrennen und verbietet ihr an eurem Hof. Und all meine unkeuschen Höflinge verlieren Meinung von mir, das machen wir. Ihr schäbige Bande. Ich bin so irritiert davon, dass die jetzt einfach, vor allem weil ich den Titel schon längst übernehmen kann, ich kann den schon längst kaufen. Ich habe nur noch kein Geld dafür ausgegeben. Falsche Königin.
Das reinblutige Perk ist eine Schande, dass das an so eine Frau gefallen ist. Das hat sie nicht verdient. Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, viele von deinen Machenschaften werden dir nicht so gedankt, kann das sein? Du bist so eine treue Verbündete und ein guter Vater und niemand dankt es dir. Meine Kinder danken es mir. Was macht das mit dir? Meine Kinder lieben mich. Wenn du meinst. Meine Burg mit Festungsstufe 13 dankt es mir. Immerhin. Das ist einfach, lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, ich arbeite gerade daran, mich an die Ich habe eine höhere Festungsstufe als Konstantinopel. Geil. Corona nimmt niemand mehr ein. Das ist einfach... Das ist anders. Ich habe eine Garnison von 2257 Mann. Gut. Ja. Das ist anders beeindruckend. Und ich habe noch eine wunderschöne Tochter gerade bekommen. Ich habe gerade gesehen, dass mein zweiter Sohn, Graf Sancho, der Platinglänzende, ist zum Islam konvertiert, während ich nicht hingeschaut habe. Der Hallo? Turban und alles. Ist das nicht der, mit dem meine Tochter verlobt ist? Puh. Ja. Wollten wir den nicht im Kreuzzug nach Jerusalem schicken? Ja, das ist... Maurice? Hast du deine Kinder im Griff? Ja, natürlich. Meine Kinder sind Familie, kann man vertrauen. Ketzerei kreuzigt den Heiden. Wow, Chat. So, wie geht's meinem Sohn? Ah, der hat auch noch eine Tochter bekommen. Großartig, und seine Frau ist schon wieder schwanger. Das ist ja ordentlich motiviert. Irland ist auch relativ gut dabei, ne? Die sehen auch recht stabil aus mit den 3000 ja, Mann. Boah, wobei, mächtiger. Die jetzt von Schottland da eingenommen werden. Drei meiner Ratsmitglieder heißen Sancho. Weil ich nur noch meine eigenen Verwandten, die alle Sancho heißen, an Posten hole. Das ist der Rat der Sanchos. Nenne ich mal Vetternwirtschaft. Alter, meine Frau zieht mir so viel. Jetzt hat sie meine Hofärztin vertrieben. Meine Güte, diese Frau ist so anstrengend. Ah, ich liebe diese Frau, aber sie hat Spaß daran, lauter andere Leute mit Dingen zu beschuldigen. Und jetzt ist jetzt habe ich eine wundervolle Hofärztin verloren. Eine weise Frau, die Kräuterkundler ist und ein scharfsinniger Intellektueller. Hey. Ich habe gerade eine Frau vergiftet, weil einer meiner Familienmitglieder, Sancho, mein Onkel, hat mich drum gebeten und Familie kann man vertrauen.
Wenn der sagt, die muss sterben, hat das seinen Grund. Für die Sanchos. Alles für die Sanchos. Jetzt hat er meinen Hofarzt hier erwischt. Ich breche. Ich wollte Armee sparen. Hätte ich nicht machen sollen. Bitte sag mir, dass ich da rechtzeitig reinkomme. Oh, das sieht nicht gut aus. Wo bist du? In was für einem Krieg bist du gerade? Ja, ich habe meinem dem muslimischen Dude unter mir den Krieg erklärt. Und ich habe nicht meine ganze Armee ausgehoben, weil ich nicht 10.000 Mann ausheben wollte. Und bin jetzt so zerstückelt reingelaufen und jetzt hat er mich aufgerieben. Das klingt nach etwas, was den Sandschuss passieren könnte. Oh, das war dumm. Oh, das war richtig dumm. Und jetzt wurde mein Erbe gefangen genommen. Oh. Das wird teuer und nervig. Das wird sehr teuer und sehr nervig werden. Und mein Hofarzt. Oh, ist das nervig. Da habe ich gerade richtig gewebert. Vor allem, weil ich halt dreimal so stark bin wie der eigentlich, ne? Also, ich war einfach nur zu geizig, mal mit meinem ganzen Geld reinzugehen. Ich bin ja immer noch stärker als der. Ich bin einfach nur nacheinander reingelaufen. Alter, wie hebt er die denn aus, die Armee? Söldner vielleicht? Nee, der hebt die halt so randomly. Ich muss mal ganz kurz Pause drücken, das geht gerade zu schnell. Da sind gerade zu viele Armeen unterwegs. Ja, der hebt die halt so mega aufgesplittet auf, weil die Gebiete alle nicht stark genug sind, um alles auf einmal auszuheben. Und jetzt habe ich hier so aufgesplittete Mini-Armeen. Ich brauche keinen Söldner her. Ich muss nur meine Armee einmal auf vollständig ausheben. Ich habe einfach meine Armee nicht vollständig ausgehoben. Das ist das einzige Problem. Und jetzt hat er halt meinen Erben und das ist halt nervig as fuck, aber ich glaube, ich habe erfolgreich Ordnung geschaffen. Warum habe ich halt nicht einfach nur meine Armee ausgehoben? Ich hätte einfach nur meine ganze Armee ausheben müssen. Ich kleiner, gieriger Geizhals. Gott, ey. Das sind halt jetzt 28.000 Mann gegen 11.000 und ich verliere. Einfach nur, weil ich einmal taktisch scheiße vorgegangen bin. Und der halt meinen Sohn hat. Und jetzt verlieren meine Dudes, meine Verbündeten, laufen da gerade einzeln rein und verlieren Schlachten und verlieren den Krieg für mich. Deswegen. Das tut weh. Ja. Ja, ich habe gerade nochmal 4 Punkte verloren. Weil
Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich verliere die Schlacht gleich, weil meine Verbündeten da jetzt einzeln reinlaufen und verlieren. Ich heule. Wie kann das sein? Leute, es scheitert nicht an der Menge der Armee. Ich brauche keine Söldner. Wir sind dreimal so viele. Ich brauche eine KI, die nicht einzeln reinläuft und einzelne Schlachten verliert und damit Siegerpunkte abgibt. Das ist das Problem. Wir sind schon dreimal so viele. Ich brauche keine Söldner. Halt doch die Schnauze, Don Gallo. Aber die sind nicht da. Doch, die sind da. Die sind da gerade reingelaufen. Digga, hör doch auf zu schreiben, wenn du das Spiel nicht verstehst. Die sind gerade vor deiner Nase hier im Screen reingelaufen und haben sich abfangen lassen. Oh mein Gott, manche Menschen. Aber Hauptsache am Backseat und hat keine Ahnung davon, aber Hauptsache reden. Jetzt muss ich diesen Krieg nochmal führen. Aber ich werde mir auf jeden Fall merken, dass ich zukünftig, vor allem ich habe jetzt die ganzen Dudes, die für mich quasi die Schlacht jetzt verloren haben, habe ich jetzt auch noch bezahlt. Du solltest sie alle gefangen setzen und köpfen lassen. Nachdem ich das einmal gemacht habe, lief der nächste Krieg deutlich besser. Weil die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie versagen. Aber Pia, die Söldner, ja, stimmt. Bei 30.000 gegen 11.000 Mann sollte ich unbedingt noch Söldner kaufen. Ich glaube auch, dass das ist, was ich brauche. Nee, du hast nicht genug Leute abgemurkst. Das ist das Problem. Warum linst Maurice immer wieder auf England? Hat er da Ambitionen und Ansprüche? Ich habe schon, mein Sohn ist König von England. Ich habe ihn mit der Königin verheiratet. Das heißt, ich gucke ein bisschen, ob es um das Königreich gut steht, weil ich werde es bekommen. Deswegen ist es in meinem Interesse, dass England prosperiert. Es ist so unfassbar dumm, dass ich diesen Krieg verloren habe. Ich hätte diesen Krieg nicht verlieren dürfen. Das war die schlechteste Kriegsführung, die ich jemals gespielt habe. Ich schäme mich ein bisschen. Ich schäme mich ein bisschen viel. Aber mit dem Kopf von wem denn? Ich kann mich ja nicht selber köpfen. Ja, aber dein Ratsmarschall zum Beispiel, der war doch schuld, bestimmt. Ich bin nicht so. Stimmt, du bist treuherzig. Das stimmt, du bist überhaupt nicht so. Nee, ich bin treuherzig und ich finde, ich spiele das auch richtig gut. Wird gefragt, werden diese Streams auch auf YouTube hochgeladen? Ja, da kann ich euch einen wunderbaren Kanal empfehlen, den Pia hat, wo sie sogar schon begonnen hat, diese Streams hochzuladen. Mit fantastischen Thumbnails. Also, es ist ja eigentlich das höchste Lob, wenn du eine große Künstlerin zu großen Werken inspirierst. Und das haben wir mit Luna mal wieder getan. Ich bin sehr begeistert. Also, guckt euch das gerne mal an. Sucht Shurioka auf YouTube, dann findet ihr es. Hammer. Sehr süß. Hammer. Dankeschön. Ja, wir wollen furchtbar und gemein sein. Also wir wollen halt eine furchtbare Dynastie spielen, wie auch immer furchtbar da gesehen wird. So. Aber die Sache ist halt, wir spielen halt auch Roleplay. Das heißt, ich kann halt nur so viel spielen, wie ich halt spiele. So, ich bin halt, wenn ich so wie jetzt gerade treuherzig bin, bin ich nicht grausam. Das ist wahr. Da habe ich es besser getroffen mit einem zornigen, eigenwilligen und tapferen Charakter, der halt einfach in alle Richtungen ausschlagen kann, wie ein Pferd, das Leute tritt, möchte man fast sagen. Das ist nicht genug, denke ich mir, als ich die Übungen mit der Axt beende. Ich habe mich pausenlos ertüchtigt, doch ich werde einfach nicht müde. Ich brauche wohl eine größere Herausforderung. Ja, etwas Größeres oder vielleicht etwas Schwereres. Etwas, was mich mit Sicherheit ermüdet. Wurde einfach verletzt. Meine Tochter, mit der ich geübt habe, hat mich im Schwertkampf besiegt.
dein Typ läuft echt nicht so geil gerade, oder? Doch, eigentlich schon. Er ist nur treu und treu sein ist halt nicht so die auf der Nase beste rum, Eigenschaft. Ja, der lässt sich mega auf der Nase rum. Also ich finde, ich erwische ihn RP-technisch tatsächlich ziemlich gut. Weil er eine komplette Pfeife ist, meinst du? Nein, er ist ja keine Pfeife. Also er ist ja wirklich keine Pfeife. Er ist einfach... Er ist engagiert und ein bisschen zu naiv. Aber es funktioniert ja auch alles unfassbar gut. Wir haben jetzt noch ein Dynastievermächtnis freigeschalten gerade. Oh, ich habe ja auch noch eine Propaganda-Chronik. Wie geil ich bin. Wir haben jetzt den klangvollen Namen freigeschalten. Monatliches Prestige plus 10, Anzahl der Ritter plus 1, Söldneranwerbskosten minus 10%, monatliche Änderung der Hofpracht plus 100%. Das passt bei ihm am besten. So, ich wollte eigentlich die gesalbte Herrschaft haben, aber er ist nicht gläubig, also nicht in dem Ausmaß, dass das gerechtfertigt wäre. Ich will keine Söldner! Leute, wofür soll ich denn Söldner rekrutieren? Ich bin nicht mal im Krieg gerade. Was ist denn heute mit euch? Hast du schon mal an Saurusse gedacht? Ihr hasst mich alle. Fängt auch mit S an. Söldner, Saurusse. Oh, England. Guck mal, England geht voll ab. England hat sich halb Irland gesnackt, wenn wir nicht hingeschaut haben. Geil. Ja, weiter so, Königin Alienora. Alter, die hat sich da richtig reingefressen einfach. Sie ist auch eine Mörderin, wie wir feststellen. Das scheint eine ziemliche Powerfrau zu sein. Bisschen schüchtern, großzügig, aber auch hinterlistig. Fähige Taktikerin, Strategin, Furtner, unnachgiebige Verteidigerin, Einsiedler. Okay, jetzt, ich meine, oh, so ist mir verheiratet, warum einsiedlerisch? Und eine Mörderin. Ja, wen hat sie denn umgebracht? Irgendeine völlig harmlose Muslimin. Eine einäugige Riesin, die sie einfach mal abgemurkst hat. Nicht mal irgendwie eine andere Herrscherin oder sowas. Ich habe mich mal mit der auch in ein Bündnis gesetzt. Ich habe so viele Pop-ups die ganze Zeit. Es hört nicht auf. Wird gefragt, ob ich CK3 und auch an dich, aber ich glaube, du hast es auch nicht. Hast du den Zweier groß gespielt? Nee. Also im Vergleich zum Zweier empfehlen kann? Genau, wir haben es beide das Zweier nicht wirklich gespielt. Aber auf die grundlegende Frage, kann man das Spiel empfehlen, würden, glaube ich, Pia und ich beide ein sehr begeistertes Ja geben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Problem mit dem Verschieben ist, ich verschiebe dann halt links auch alles runter, ne? Aber ja, wir können es so ein bisschen runtersetzen. Gut, also der Franzien-Typ hat sich wohl wieder ein bisschen gefangen. Ich bin ganz überrascht. Ich hätte gedacht, dass der jetzt mehr oder weniger bald versagt. Oh. Ich habe die Brosche von der Monterosono-Dynastie und das ist ein blaues Stück Schmuckstück geworden. Schön. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Eine blaue Brosche. Großartig. Okay, also mein immer Leibwächter. Mein Sohn macht gerade zu viele Söhne. Ja, das ist immer. Da sieht man die Erbfolge einem schon entgleiten, ne? Ja.
Das ist echt in der Tat etwas schade. Vor allem, weil ich sie selber jetzt gerade noch richtig gut im Griff habe. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich noch mich an meinem Eheweib rächen wollte für diese Beleidigung von vorhin. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Dein Sohnemann hat mich in einen Krieg gerufen. Wer? Der Engländer, oder wie? Ach, meine Schwester Elvira ist gestorben. Eines natürlichen Todes. Mein Stresslevel ist schon wieder oben. Das war die Kaiserin Mutter von Franzien, ja. Ursprünglich. Der Infanto Sancho, der Platinglänzende, der hat mich in einen Krieg gerufen. Krieg? Ach, der hat irgendeine Rebellion in Mallorca am Hals. Ja. Aber schön, dass er mich ruft. Und so geil. Ruft halt so ein 9000 Mann für so einen Geburtskrieg um eine Insel. Geil. Mein Sohn, ja, mein Sohn ist halt wie ich, er glaubt an Loyalität. Ich komme nur mit 2000 Mann. Diesmal ist es, glaube ich, okay, dass ich nicht die ganze Armee ausgehoben habe. Das wird mir gleich wieder zum Verhängnis, oder? Ja. Ich hab die gesamte Berufsarmee ausgehoben, okay? Ich habe nicht die Bauern mit ausgerufen, aber ich habe die... Das müsste doch reichen. Aber sind Söldner dabei? Also jetzt möchte sie die nächste verbannen. Was ist denn mit meiner Frau? Ich bin alles andere als überrascht, dass meine Gemahlin mich darum bittet, ein weiteres Mitglied meines Hofes zu disziplinieren, das ihr zur Folge ihrer Ehrbarkeit in Zweifel gezogen hat. So etwas Ähnliches kommt derart häufig vor, dass ich die Liste an Beschwerden, die Praxida gegen Melisandre vorbringt, kaum noch Aufmerksamkeit schenke. Das ist die siebte Person. Aber wie geil, dass das Spiel auch erkennt, dass die da eine Neigung zu hat. Ja, die ist halt unehelich. Die ist halt lüstern. Wer weiß, wie viele von meinen Töchtern von mir sind. Kein Plan. Oh. Die ist lüstern, arrogant und gefühllos. Aber ich bin halt... Geile Frau. Ich bin treuherzig und ungeduldig. Also, ist halt... Bei mir wird geschrieben, Maurice vergisst seine Ehefrauen sogar, wenn er Rache an ihnen nehmen will. Kein Wunder, dass seine Ehen über den Bach runtergehen. Gut. Ja, meine Moderatorengruppe ist genauso ein Schlangennest wie mein Hof. So, liebe Königin Oria von Galizien, es war schön, dass du dich Königin genannt hast, aber diese Zeit ist jetzt vorbei, denn das ist mein Königstitel und du bist jetzt das, was du schon immer wirklich warst. Oh, so richtig. Eine schäbige Gräfin. Richtig zerfallen hier, die letzten Überbleibsel. Geil. Ja. Wow, jetzt bist du Galizien. Sehr ja, gut. So wie es sein sollte. So wie es sein sollte. Bei mir wird was Schönes zitiert. Ich weiß nicht, ist das ein Zitat von irgendwem? Weil du hast es auch in Anführungszeichen. Als ich in den Hafen der Ehe einkehrte, wusste ich nicht, dass dort ein Kriegsschiff ankert. Das ist irgendwie ein schöner Spruch. Ist der von irgendwoher? Weil er trifft auf uns beide irgendwie zu. So, mein zweitältester Sohn, Infant Joshua Samuelis von Galizien, wurde jetzt zu einem Mönch. Der ist treuherzig und maßvoll. Das passt also richtig gut. Und damit ist meine Erbschaftsfolge ausgelöst und geklärt. Außer meine Frau, die schwanger ist, kriegt jetzt noch einen Sohn.
ich habe tatsächlich, das wusste ich gar nicht, als Zorniger kann ich Verbrecher bestrafen. Ich fordere sie dann zum Duell. Und wenn ich gewinne, werden sie eingekerkert. Wie geil. Ah, halt, stopp. Was ploppt denn da schon wieder auf? Was? Mein Sohn, Sancho, der Platinglänzende, wurde ermordet. Wer? Wer könnte solch eine Missetat begehen? Wie denn schon wieder? Also, das kann doch nicht sein. I mean, wie denn? Wieso ist schon wieder jemand bei dir gestorben? Wie kann es sein? Graf Sancho der Luxuriöse, du musst doch herausfinden, wer das war. Es ist so bitter, weil meine Tochter ist in diesem Monat, also die, die ihm versprochen war, ist gerade 16 geworden. Es ist wirklich sad, ne? Es ist wirklich sad. Aber du kannst dir sicher sein, dass ich es nicht war, weil ich habe für den 2000 Männer losgeschickt und habe seinen Krieg noch für ihn gewonnen. Also. Ich habe derweil ein anderes, also hier hat jemand eine Affäre, was ich durch Folter herausgefunden habe. Das war der konvertiert ist, ja. Ja. Meine Frau hat rausgefunden, dass ich sie ermorden lassen wollte. Warum wolltest du sie ermorden lassen? Weil sie mich vorher beleidigt hat. Jetzt hat sie auch noch eine Affäre. Jetzt kannst du dich von ihr scheiden lassen. Ich habe eine andere Frau für dich. Habt ihr eine Affäre? Jetzt warte mal. Okay, sie bestreitet es ab. Aber mein Ratsspitzel sucht schon. Jetzt kann ich den Dude, der mir den Königstitel da geklaut hat, ursprünglich, kann ich jetzt vasallieren. Geil. Ich lieb's. Brauchst du eine neue Frau? Ich bin noch dabei, sie umbringen zu lassen. Mein Sohn ist gestorben. Der wurde in einer Schlacht erschlagen. Das hat er nicht verdient. Das läuft gerade nicht so. Und Ich bin jetzt depressiv. Irgendwo nachvollziehbar. Meine beiden Söhne sind gestorben. F in den Chat. Ja. Oh, Mann, sein Sohn ist erst 11. Sein Sohn ist erst 11. Vor allem ist meine ganze Nachfolge jetzt durcheinander, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie meine Nachfolge aussieht. Ich glaube, nur so mittelgut. Oh nee, der bekommt alles. Okay, nee, ich will dir kaum was. Wie es aussieht, wenn ich das richtig gesehen habe, Chat, in der Nachfolge bekommt er alles, ne? Ja, landet alles bei ihm. Wer hat meinen Sohn umgebracht? Erst mein Vater, nun mein Sohn. Hm.
So, möge meine Frau bitte sterben. Ich sehe schon das Blut in den dunklen Boden sickern. Königin Uraka hat diese Welt verlassen, gemeuchelt durch eines Wegelagerers Klinge. War das deine Frau? Ja. Ich hätte eine neue für dich. Wie du auch sofort am Start bist. Ich biet sie dir an. Guck sie dir mal an. Oh, wunderschön. Das wäre die, die deinen Sohn geheiratet hätte. Sie ist unberührt. Die ist auch sehr jung, die ist schön. Ja. 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 Treu? Ja, absolut, absolut. Treu, ja, treu ist gut. Treu ist gut. Oh, treu ist sehr, sehr gut. Ja, natürlich, für wahr. Mann, meine Frau will schon wieder wen loswerden. Es reicht jetzt. Das ist mein Ratsmarschall. Nein, das geht jetzt nicht. Den Ratsmarschall, den kannst du nicht wegschicken. Such dir nächstes Mal wieder wen anderen aus. Den Ratsmarschall brauche ich. Dankeschön, Fat Dad, für die 10 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Ich danke dir für den super lieben Support. Dankeschön, Dankeschön. Das ist ultra lieb. Ah, das ist gut. Eine junge, treue, schöne Frau. Was will der Mann mehr in dieser kalten, von Nattern verseuchten Welt? Die Begeisterung. Treu. Treu ist schön. Ja, ja, treu endlich ist gut. Mal, endlich mal jemand hier, wo ich mir keine Sorgen machen muss. Sehr, sehr gut. Die Frau direkt krank geworden. Ja, das ist... Aber sie ist treu. Komm, wo ist der Hofarzt? Ah. Gott, wir können nur schlechte Hofärzte einstellen. Sucht mal bitte einen. Ja! Hm? Weißt du, wer meinen Sohn umgebracht hat? Wer? Mein anderer Sohn. Sancho der Schlechter, der König von England, hat seine gedungenen Handlanger entsandt. Oh nein. Familie kann man aber doch vertrauen. Sancho. Sancho! Ja, müssen wir England im Blut tränken. Wie kriegen wir jetzt Krieg gegen England? Sancho! Du! Ja, Karim sagt gerade und ich erzähle vorher noch vom Brudermord. Das ist wahr. Mein Stresslevel ist so hoch. Mein Stresslevel ist so hoch. Ich bin dem Tode nahe. Ich habe meinen Sohn ins Gefängnis gebracht. Sancho, wie konntest du? Auf die Streckbank mit dir, mein Sohn. Sind da echt die Streckbank? Das wird ja random ausgewählt. Ah, ich könnte seinen Schreien noch stundenlang zuhören. Ich habe ihn in den Wahnsinn gefoltert. Ich habe meinen eigenen Sohn in den Wahnsinn gefoltert. Ich glaube, Maurice gewinnt das heute. Sancho,
Alle sollen wissen, was du tatest. In den Kerker mit dir. Nein, ich will dich nachher nochmal foltern. Ich richte dich noch nicht hin. Sancho, wie konntest du? Deinen eigenen Bruder! Okay, der Bruder war ein fauler, eigenwilliger Hinterlistling, aber dennoch! Oh, und Kreuzzug. Ja. Das brauchen wir. Ich habe jetzt einen Hofmusikanten. Das ist das, was ich brauche für mein Leben. Ich bin immer noch dem Tode nahe. Oh, ist das eine schwierige Sache gerade. Ich kann noch nichts machen gerade. Ah doch, ich kann hier etwas Stress abarbeiten. Das ist gut. Ich kann niemanden begünstigen, weil mir ja echt einiges weggestorben ist. So, wir haben irgendeine böse Fraktion. Bauernpöbel, das interessiert mich nicht. Freiheitsfraktion. Aha. Na, viel Glück. Das ist, ich habe keine Zeit, mich um das zu kümmern gerade. Wir sind immer noch mit England verbündet, weil der Typ ist ja erstmal nur im Kerker und in den Wahnsinn gefoltert, aber die sind immer noch verheiratet und das Bündnis hält. Ach na dann. Ich finde es schade, dass ich jetzt niemanden auswählen kann als begünstigte Person, weil niemand alt genug ist, weil meine Söhne beide gestorben sind, die alt genug gewesen wären. Das ist so bitter. Kann denn sogar Töchter designieren als Nachfolger? Interessant. Oder Drachenkraut? Wie meinst du, sie designieren? Also diese Nachfolger, wenn man den auswählt, da kann man sogar Frauen wählen. Als Nachfolger, als designierter Herrscher? Ja. Oh, was? Und das funktioniert? Okay, die Königin von England will jetzt meinen neuen Sohn nicht mehr haben, nachdem der Alte in meinem Kerker an Wahnsinn zugrunde gegangen ist. Komisch. Ja, wir können das bestimmt überspielen. Wir beeinflussen sie ein bisschen. Mein wird sie auch nicht nehmen, falls dir das hilft. Ja, komisch. Hä, wieso komisch? Also dann hat die einfach keinen Bock auf Heirat gerade, oder warum? Wir sind doch beide total mächtig. Und eine gute Partie und so. So, ich muss hier mal eben... Die Ehe wird eine niedrige Fruchtbarkeit haben. Ach, weil sie selbst schon alt ist. Die hat einfach kein Interesse mehr zu heiraten, weil sie keine Kinder mehr braucht. Die hat ja schon eine Erbin, die aus irgendeinem Grund witzigerweise bei mir in Mallorca Gräfin Eleanor regiert. Deswegen will sie einfach keinen Mann mehr.
weil sie sagt, sie braucht keinen. Geil. Verstehe ich. Ja. Ich meine, sie schlägt sich ja auch ohne ganz gut. Und ich meine, ich würde auch, wenn der Mann, den ich erwählt hätte davor, ein schäbiger Brudermörder wäre. Ich nehme jetzt mit 12.500 Mann eine Grafschaft ein. Ich habe daraus gelernt, dass ich letztes Mal nicht meine ganze Armee ausgehoben habe. Und ich muss diese Schlacht auch schnell gewinnen, bevor der Heilige Kreuzzug anfängt, weil sonst endet dieser Krieg unentschieden. Das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Aber wir sind schnell. Wir sind schnell und effizient. Ich muss nur hier wieder ein paar neue Artefakte platzieren, weil ich habe noch was anfertigen lassen. Komm da nicht drüber weg. Ich habe so viel Vertrauen in meine Familie gesetzt. Und mein Sohn, vor allem, der hatte ja nicht mal einen Grund dazu. Also der erste Erbe, der schon König von England war, hat den zweiten Erben umgebracht. Also das war halt echt so, der zweite Erbe hätte vielleicht irgendwie zwei winzige Grafschaften bekommen. Ja, so was passiert das halt, ne? Das ist so monströs. Der hatte, das Leben hat ihn so begünstigt. Er gab wirklich keinen Grund, seinen Bruder zu morden. Es gibt immer einen Grund, Maurice. Ja, das solltest ausgerechnet du wissen. War der vielleicht mit jemandem verlobt, den der andere besser mochte? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber dann würde ich aufpassen, weil du bist jetzt mit der verlobt. Ja, aber er hatte doch die Königin von England. Das heißt nicht, dass er sie liebt. Das stimmt, das stimmt. Ich frag mich, Pia, ob die Königin von England ihn unterstützt hat in seinem Unterfangen. Ob sie auch mitschuldig ist. Was planst du gerade? Ich stelle nur Fragen. Ich meine, sie ist auch eine Mörderin. Man sieht es. Sie ist hinterlistig. Jetzt soll angeblich der Geist meiner toten Frau durchs Schloss spuken. Das klingt so stressig. Oh Gott, man muss ganz kurz Pause drücken. Jawohl. Hast du gerade Armee frei? Ja. Würdest du mir kurz helfen kommen? Ja, natürlich. Geil. Ich habe ja so einen Grenzüberfall. Ich stehe jetzt direkt an den Muslimen an. Und ich habe gerade eine Schlacht geführt. Und eigentlich bin ich stärker als der. Aber. Jetzt voll ab. Ah, halt, stopp, nicht pop up, während ich gerade Armeen verschiebe. Ich habe gerade keine Zeit, dir im Krieg zu helfen. Diese Pop-ups, während man gerade Armeen verschiebt, ne, das ist insane. Das stimmt, ja. So. Das ist mal, wo ich mir denke, es wäre vielleicht auch, das Spiel könnte auch rundenbasiert einfach sein. Dass sowas nicht passiert, dass du so in Echtzeit 5 Events bekommst, wenn es gerade, aber es gibt natürlich auch eine gewisse Würze rein. Die Würze ist ja großartig, die macht ja Freude, aber... Ja. Stressig ist es halt trotzdem. Immer noch hier mein Rat der Sanchos. Es sind immer noch 3 Sanchos im Rat. Inzwischen weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah, Bauernaufstand. Ist ein bisschen schäbig, wie die sich alle gegen dich
erheben. Wissen Sie nicht, dass es eine rechtmäßige Herrschaft gibt? So, ich komme da auch noch zum Gemetzel mit dazu. Das ist auch dringend notwendig, ich verliere das. Ja, du gleich da, das schaffen wir. Boah, bist du dir sicher? Ja, locker, auf geht's! Ich bin mir nicht so sicher, Maurice. Oh Gott. Ich habe halt leider echt nicht so gute... Ich habe nicht so gute Krieger. Muss mal ein bisschen bessere Krieger mir besorgen. Oh. Und direkt jetzt kommt der Kreuzzug. Ist ja gerade recht, wir sind ja gerade schon ausgehoben. Gehen wir hier noch auf dem Weg hier schnell vorbei und machen deren Hauptstadt platt. Ich muss noch schnell da oben den Bauernaufstand niederschlagen. Jawohl. Dann komme ich auch nach. Der Bauer schafft es, meine Hauptstadt zu belagern? Mit 990 Mann? Ach so, das ist gar nicht meine Hauptstadt. Weil die Hauptstadt kann er nicht belagern. Die Bauernaufstände können meine Hauptstadt nicht belagern. Ist das nicht absolut großartig? Weil sie dafür irgendwie 3000 Mann bräuchten. Ja. Ja, wenn sie schlauer wären, wären sie auch nicht Bauern geblieben. Das ist ja auch... Das klassischer ist ja selber Klassismus, schuld. Selber schuld ja, an der Armut. Ja, natürlich, natürlich. Ist das los, des Bauern Bauer zu sein? Wir sind halt bei dem Kreuzzug richtig krass überlegen. Das sind 47.000 gegen 11.000. Oh. So. Dann muss ich jetzt mal meine Armee hier wieder... organisieren. Ach, und Cecilia braucht einen Vormund, ne? Ach, die ist neugierig. Dann komm zu mir, mein Kind. Ich bring dir die Dinge in der Welt bei. Oh, die, wir finden, Dinge raus über die Königin von England. Oh die je. Hat wohl mal den vorherigen König, ihren eigenen Ehemann vorher ermordet. König Benoit von England. Diese ganze Sippschaft, die hat meinen Sohn verdorben. Mein Sohn war ein anständiger, ehrbarer Mann, als ich ihn dorthin schickte, in der Hoffnung, ein nobles, rechtschaffenes Bündnis zu schließen. Und dieses Hexenweib jetzt ist hat sie ihn schuld. Verdorben. Dieses Hexenweib war es. Jetzt ist sie schuld. Natürlich. Dieses Monster. Während wir alle im Krieg sind, werde ich erstmal ein verschwenderisches Festmahl feiern. Da sehe ich mich. Ich kann sie jetzt zur Heirat mit meinem Sohn zwingen, weil ich jetzt ein Druckmittel habe. Möchtest du das, ist die Frage. Die Frage ist, würde ich jetzt auf Machtgier spielen, würde ich jetzt halt jetzt machen und sie dann irgendwie um die Ecke bringen? Aber ich bin ja, es geht mir ja nicht um die Macht, es geht mir um die Rache. Was kann ich jetzt gegen sie tun?
Ich saufe in der Zwischenzeit, da fühle ich mich wohl. Ich habe nicht rechtzeitig seinen Erziehungsfokus geändert. Er ist jetzt Ränkespiel, obwohl er da gar nicht gut drin ist. Den auf irgendwas anderes setzen sollen. Wobei, naja, Ränkespiel minus 3 durch Gerechtigkeit, ne, genau. Ah, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich wollte es gerade noch umsetzen eigentlich. Jetzt ist mein Sohn gar nicht so toll. Schade. Naja. Wie kann ich sie noch erpressen? Gibt's noch irgendwo gute, tolle Kinder? Für meinen Erben? Oh, wir haben die Heraldik entdeckt. Das bedeutet, nee, was habe ich jetzt mit der Heraldik? Ach, der eine Dude möchte nicht, dass das umgestellt wird. Herzog Gonsol. Da musst du ein Exempel statuieren, Pia. Ist nicht okay. Ich krieg den halt auch nicht getötet, aber der kämpft eben Krieg. Weißt du was? Ich glaube, was der braucht. Ich glaube, was der wirklich braucht, damit er dafür ist, ist einfach eine gute Frau. Ja, aber eine Tochter von mir kriegt er auf jeden Fall nicht. Dann schauen wir mal, ob wir uns mit dem anfreunden können. Vielleicht ist er ja dann dafür. So, ich bin jetzt hier und führe Krieg. Und ich brauche einen neuen Ratsmarschall, weil der ist schon wieder tot. So, wir haben noch ein Geheimnis von ihr entdeckt. Sie hat auch noch eine umstrittene Abstammung. Wird ja immer schlimmer mit der. Ich habe so viele Pop-Ups die ganze Zeit. Ach, und ich habe zu viele getragene Herzogtümer. Ja, das verstehe ich, dass das die Leute nicht so geil finden. Ich will ja auch gar nicht so viele haben eigentlich. Jetzt ist die gestorben, die Königin von England. Gerade als ich mir überlegt habe, wie ich Rache nehmen kann. Wie kann sie sich denn meinem Zorn auch noch entziehen? Durch Altersschwäche. Was soll denn das? Dass sie nicht mal die Eier hat, sich ihrer rechtmäßigen Strafe zu stellen. Dankeschön, Snorro, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Aber wir haben den Kreuzzug schon gewonnen. Ja, ich bin auch gerade erst angekommen. Ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, wie schnell das ging. Das war irgendwie, also ich habe auch echt viel Geld bekommen, obwohl ich nicht wirklich viel da war. Oh. Aber mein Begünstigter ist tatsächlich mein Cousin, König Guro, ist jetzt Jerusalem. Komme ich an den ran? Er ist der Sohn von Sancho dem Luxuriösen. Ach, zu weit für eine Interaktion. Ich brauche irgendein Gebiet dazwischen, damit ich mit Jerusalem interagieren kann. Wo ist der denn jetzt? In Jerusalem wahrscheinlich. Ja, ja, aber nicht Jerusalem selbst. Der hat nicht Jerusalem an sich. Der hat da drumherum was bekommen. Guckt, wie komisch das ist. Es gibt das Scheichtum von Jerusalem. Von Scheich Umayya. Und es gibt ihn. Oh, drumherum. Ich bin gestorben. Huch. König Samuel von Galizien ruht nach 62 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Halt, Moment, warte kurz, halt. Aus irgendeinem Grund bin ich jetzt. Ah, ich habe mich verklickt. Ich bin jetzt der. Ich muss mal wieder zurückwechseln auf Charakter. Aber mach du erst mal. Habe ich falsch rumgeklickt. Ich dachte, das ist der Button. Ja. Er trank sich zu Tode. Er war eine gepeinigte Seele und hatte sich schon lange nach der süßen Umarmung des Todes gesehnt. König Flayn besteigt den Thron. Er hat mehrere Fähigkeiten gemeistert. Seine Untertanen werden stolz auf ihn sein. Ich bin 15. Ich weiß nicht, ob meine Untertanen so stolz auf mich sein werden. Ich bezweifle das ein bisschen. At this point, ich habe zu viele Herzogtümer.
Ich habe einfach viel zu viel von allem gerade. Ich bin auch nicht verlobt. Ich habe auch zu viele Gebiete. Mein Rad ist leer. Ach du Scheiße. Mal kurz auf Charakter wechseln gehen, um wieder zurück zu wechseln. Jawohl. Wobei geht das? Nee, Moment. Oh, die mögen mich alle nicht. Hm. Kann jetzt hier nicht in den Charakterwechselbildschirm gehen. Möglicherweise müssen wir nochmal kurz raus und wieder rein, weil ich mich verklickt habe und jetzt der Jerusalem-Typ bin. Kannst du, wenn du rausgehst, mir einfach nachjoinen? Oder so, ja. Das kann auch sein, dass das geht. Ich probier's einfach mal. Mehrspieler-Lobby. Ah, Mehrspieler-Lobby. Und dann, jetzt kann ich hier... Sorry, ich muss gar nicht raus. Ihr habt absolut recht. Ich kann ihn hier wieder spielen. Mal gucken, was jetzt die KI in dieser kurzen Zeit gemacht hat. So, jetzt bin ich wieder drin. Jetzt bin ich wieder der Richtige. Sehr gut. Mein Erbe ist nicht vermählt. Ich habe halt 2300 Gold. Ich glaube, mir wird's gut gehen. Können wir starten wieder? Ja. Ich bin keusch, ehrlich und eigenwillig. Das klingt doch nach einer guten Sache. Ey, dass diese englische Königin jetzt einfach... Ich wollte halt jetzt deren Geheimnis aufdecken und sie exkommunizieren und alles. Jetzt gehört auch hier Mallorca zu England. Nee. Ich bin halt am Mann. Das ist der erste Schritt in dieser Ungerechtigkeit, die wir jetzt mal. Okay. Ich habe auf jeden Fall Leute, die unzufrieden sind. Gräfin Emmerine, Herr Dingsterbumster, Herzogin irgendwas, Graf Offo. Ah, die können keinen Fraktionen beitreten. Na gut. Was ist mit dem? Die werde ich definitiv nicht heiraten. Eine Fraktion, die Berengia auf den Thron bringen möchte. Seid ihr irre? Na gut. Viel Glück damit. Ich bin halt immer noch über der Dominenschwelle. Ich bin halt ein Kind. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, nicht über der Dominenschwelle zu sein. Was habe ich denn noch für Grafschaften, die ich einfach gar nicht brauche? Ach, mein einer Bruder ist ertrunken. Wie du das einfach so nebenbei sagst. Ja, ich war ja gerade, ich habe ja ganz andere Schwierigkeiten gerade die ganze Zeit gehabt. Der Franzi ist übrigens auch wieder im Krieg, aber diesmal gewinnt er ihn. So, und dann vergeben wir dir Burgos. Damit bin ich alle meine Überdinger losgeworden.
Ich habe gerade ganz viele Leute, ganz viele Kinder in meinem Reich, die Grafen und so weiter sind. Das ist ganz witzig. So. Was ich auf jeden Fall jetzt instant brauche, das ist ausgestellt. Das Hausbanner von Jimenia ist nicht ausgestellt. Das ist aber auch egal. Inspirationsvorhaben habe ich immer noch. So, ich werde jetzt die Sache in England gerade rücken. Aha. Weil die 13-jährige Königin von England, die ist sadistisch und rauflustig. Die ist offensichtlich schon von ihrer Mutter zu sehr beeinflusst worden. Und von ihrem Vater, meinem Sohn, ne? Also Sancho, dem Schlechter. Die lasse ich jetzt umbringen. 95% Chance. Dann wird die nächste Königin, wird die Gräfin Uraka von Bedford, ist auch meine Enkelin, die ist 2 Jahre alt. Die habe ich jetzt schon mit meinem 17-jährigen Sohn vermählt. Das heißt, die können wir noch komplett nach unserem ehrbaren Bilde formen. Tötest du gerade deine Familien? Meine Enkelin, ja. Um meine andere Enkelin auf den Thron zu heben, die bereits mit meinem Sohn vermählt ist. Mein Sohn, der eine, den ich noch habe, Sancho der Unbesiegbare, der sicher ehrbar ist, im Gegensatz zu meinem anderen Sohn, der wird dann König von England mit einer 2-jährigen Frau, die er erziehen kann, nach seinem ehrbaren Vorbild. Okay. Das ist, wie wir sicherstellen, dass England wieder ein Land wird, wo Gerechtigkeit herrscht. Weil das wird die hier nicht tun, Königin Eleonore. Du weißt aber, dass mein Bruder mit der verlobt ist. Nee, wusste ich nicht. Ja, mein Bruder ist mit der verlobt. Das heißt, ich finde das nicht so gut. Ja, aber ich rette ihn ja vor einer Schlange. Hast Nein. du gesehen, was mit meinem Sohn passiert ist? In erster ist, als Linie würde er hat? König werden. Dort. Gerade. Ja, aber ist es wirklich das wert, wenn man dann derweil alles verliert, was einem zu einem rechtschaffenen Menschen macht? Also für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass meinem Bruder nichts passiert. Ja, nee, dem wird nichts passieren. Und wenn, dann ist mir wichtig, dass das erledigt wird, bevor die Ehe vollzogen wurde. Das heißt, du hast 4 Jahre. Ja, das ist gleich soweit. Okay, dann wehe, meinem Bruder passiert was. Wirst du sie auch komplett los? Also so, dass sie dann weg ist? Die ist dann weg, ja, sie wird ermordet. Gut. 95% Chance, dass sie abgemurkst wird. Okay. Es ist die einzig rechtschaffene Lösung, wie wir da sicherstellen, dass in England jemals wieder die Gerechtigkeit herrschen kann. Ich bin jetzt übrigens 16 Jahre alt, ne? Also ein junger, sehr mächtiger Herrscher. Und wir fangen direkt mit dem an, womit mein Vater aufgehört hat. Verschwenderische Festmale. Geil. Aber ich habe 4 Punkte in Philosophie. Ich bin ein meisterhafter Philosoph. Das heißt, das ist absolut großartig, weil ich ja Kulturoberhaupt bin. Das heißt, wir werden so viel erforschen. Wir werden so viel erforschen während seiner Legislative. Und er hat jetzt auch eine Verlobte sich rausgesucht. Die ist intelligent, weil ich gesagt habe, jemand, der philosophiert, der sieht einen Wert in einer intelligenten Frau. Und das wird eine wundervolle Ehe werden. Das ist eine bayerische Katholikin, Ida, gerecht, demütig und auch ein bisschen zornig. Finde ich gut. Also wir haben hier alles wieder im Griff. Die Brutmutter macht wieder Brutmutter-Dinge. Ja, ich komme nicht aus meiner Haut. Aber muss ich auch nicht, also. Königin Eleonore ist tot. Man fand ihre übel zugerichtete Leiche am Boden, mit Süßigkeiten am Boden um sie herum verstreut. Ihr junges Gesicht war von Überraschung und Schrecken verzerrt.
Ich musste das tun. Ich hatte keine andere Wahl. Hm, so kann man sich's auch schön reden. Es ist der guten Sache dienlich. Jetzt sind wir bizarrerweise gleichzeitig verbündet mit England und noch im Krieg mit England. Weil dieser Krieg um Mallorca immer noch andauert, obwohl mein Sohn jetzt der König ist. Ich könnte jetzt auch einfach als Dynastieoberhaupt einen Anspruch auf Königreich England mir holen und es dann halt für mich selbst erobern und dann meinem Sohn eine bessere, ehrbare Frau aus einer noblen Linie geben. Das ginge jetzt auch. Ich habe da diesen einen Vasallen, der geht mir richtig auf den Senkel. Der möchte mich auch meine Nachfolge nicht ändern lassen. Oh. Der 27. Also weißt du, wie ich zu solchen Vasallen stehe? Und die Gesundheit ist schlecht. Er ist inzüchtig, er ist schwer verletzt. Das löst sich von selber. Oh, ich habe einen Wikinger auf meinen Hof bekommen gerade. Kann er was? Ja. Er hat, ist fähiger Taktiker, hat Kriegsführung 20, Kampfgeschick 20, Logistiker gescheit und vernarbt, was ihm Prestige gibt.